So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Kinder. Und ja, wir sind jetzt Dr. Watson und wir gehen jetzt mal darunter in den Keller und mal gucken, was zur Hölle wir da jetzt vorfinden. Ich bin sehr gespannt. Okay, durchgedrückt halten, von kannst du etwas mit deiner Laterne anleuchten. Aha, Alter, dieses Game. Watson, Holmes, where are you? What the fuck, was geht hier unten ab, Alter? Hallo. Hallo Sherlock, was ist denn los? Gut. Hey, na? Holmes, Was ist los, Holmes, mein Guter? are you all right? Fine, Watson. I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Ich habe Something keine that's Ahnung. finally interesting. Ah ja, oder so kann man es auch sagen. So kann man das auch sagen. Okay, sehr gut. Dann schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen um, Alter. Das ist ja absolut krank. Okay, was haben wir hier? Wir haben verschiedenste Dinge. Wir haben ein At least paar. two dozen pendants, all identical and made of tin. Aha, so wie der eine, hier, den dieser Junge bekommen hat. Aha. So, was haben wir hier? Rotieren, ja. Oh, Gott. Someone got their hands dirty painting this with blood. Okay, wieder irgendwelche An Symbole American oder was? passport. Amos Colby. Amos Colby, rote Haare, braune Augenfarbe, Geburtsdatum 20. April 1852 in Boston, Massachusetts, Datum der Einreise 22. September 1882. Auf der Rückreise, nee, auf der Rückreise, auf der Rückseite des Reisepasses befindet sich eine Zeichnung, die mit Blut angefertigt wurde. Sie zeigt ein Wesen, das einer Meereskreatur ähnelt, am ehesten einem Oktopus. So, so. Was haben wir hier? Werbeprospekt, Norfolk Agency, diskrete Nachforschungen aller Art. Für Sie reisen wir um die Welt. 154 Pennsylvania Lane, Boston, Massachusetts. Ein Werbeprospekt. Und hier haben wir einen Dolch. Aha. Oh nein, Leute. Ich kann nicht mehr. Old bloodstains. Old bloodstains. Okay. Oh I've Gott. never seen a pattern like this before. Nee, ich auch nicht. Und ich möchte es auch nicht mehr sehen. Aus den Augen. So. Was zur Hölle? Also wir betreten hier einen ganz gefährlichen Bereich, wenn ich das mal so sagen darf. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. Tja, ist halt alles teuer, ne? Alles nicht so billig heutzutage. Okay, die Kerzen sind relativ. Ah, hier. Oh Gott, was haben wir denn da drin? This Ist das. box contained a Ah. narcotic substance, much like the one in Kimmehir's brazier. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ah, was haben Black wir denn hier? Edelweiss Institute established 17 something. Ja, gut, so wichtig wird das jetzt nicht so sein, glaube ich. Ob die jetzt 1705 oder 1760 gegründet haben, ich glaube, das ist für unseren Fall I hope relativ we are egal. close to finding our answers. This place is unsettling. Aber ja, ist es, Alter. Holy fucking shit. Und what the fuck? Abgebrochene Fingernägel, getrocknete Schlammkrümel. Einstichstelle. Aha. Das ist doch. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Das ist doch der Typ, also dem gehört doch His der abdomen is Reisepass da, severely oder? bloated. Huh? Unbekannter Mann auf dem Altar. Okay, wir könnten jetzt hier so eine Dingens machen. Ich möchte aber vorher mal ganz kurz hier reingehen. Wer ist der Tote auf dem Altar? Also da würde ich sagen, gut, das hilft uns dann hier natürlich gar nicht weiter. Unbekannter Mann auf dem Altar. Ja gut, das ist ja der hier logischerweise, hätte ich gesagt, oder? Ich würde sagen, wir nehmen den Reisepass
Und wir nehmen die Aussage, naja gut, das Werbeprospekt vielleicht. Ja, wobei das Werbeprospekt ist Quatsch, glaube ich. Nee, ist es nicht? Geil. Amos Corby. Ja, der Mann auf dem Altar war ein Privatdetektiv der Detective Norfolk Agency in Boston. Womöglich ermittelte Mr. Colby in den vermissten Fällen. Wurde dabei jedoch von den Entführern ertappt und dann von ihnen ermordet. Moment. Moment. Ich muss ganz kurz was nachprüfen. Ach du heilige Scheiße. Wir haben es hier gerade mit einem Crossover zu tun, oder? Moment. Moment. Ich möchte ganz kurz was nachgucken. Den Moment, den müsste mir jetzt geben. Call of Cthulhu. Ich habe die Vermutung gerade, dass das alles miteinander verknüpft ist. Moment. Heißt nicht der Detektiv? Heißt der nicht Mr. Colby? Heißen wir so nicht? Moment. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie heißt denn der Hauptcharakter? Moment, oder ist es, oder gut, vielleicht Detective. Hier, wie heißt denn der? Entschuldigung, das muss ich mal ganz kurz. Weil ich habe gerade die Vermutung, kann das sein, dass das ein heftiger. Ansonsten, ich muss das gleich. Also das werde ich auf jeden Fall nachgucken. Aber das war ja damals genauso gewesen. Also, wir haben in Call of Cthulhu, haben wir da am, haben, ne, haben wir da an den Dock da komische Sachen erlebt und so. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir da Colby gehießen? Oder waren wir jemand anders? Nee, wir waren jemand anders. Okay. Ah, nee, es war Edward Pierce. Aber irgendwie kommt mir der Name Colby. Jetzt ist mein Handy aus der Hand gefallen. Irgendwie kam mir der Name gerade bekannt vor, Colby. So, als wenn ich das irgendwo schon mal gehört hätte. Ich kann es aber gerade nicht zuordnen. Irgendwas sagt mir der Name Mr. Colby. Irgendwo. Aber es kann auch was völlig anders sein. Interesting. Krasser Scheiß, ey. Ah, okay. Und wir waren. Okay, und. Ah, verstehe. Und quasi Edward Pierce von. Also, ne, den wir in Call of Cthulhu gespielt haben. Der ist quasi von der Wentworth Agency. Aha. Okay, also das ist. Okay, ich verstehe. Wobei, warte mal, wenn ich das hier lese. And solves cases in the Boston area. Also, Boston würde wieder passen. Haben sie vielleicht den Namen geändert von dem? Ich bin mega verwirrt. Also irgendwie kommt mir das halt sehr ähnlich vor gerade. Also Entschuldigung, dass ich mich da jetzt gerade ein bisschen dran aufhänge. Aber ne, also ne, wir waren ja da auch ein Detektiv und so. Und das spielt ja so, ne, das sind ja die gleichen Entwickler auch. Ne? Also das sind ja wirklich die. Wobei war vielleicht Mr. Colby irgendwie ein Charakter vielleicht aus? Aber dann, ne, da macht das ja keinen Sinn. Ja, okay, das war die Wentworth Agency, okay. Okay, in der Boston Area. Okay, also anscheinend ist das ein Detektiv aus der gleichen Gegend. Deswegen, weil mich hat auch Boston, irgendwo Boston. Aber schade, Mr. Colby, da lag ich leider falsch. Aber also das ist krass. Also Amos Colby von der Northwood Agency in Boston. Crazy shit. Interesting. Kranker Scheiß, Alter. Wohin wurden die Entführten gebracht? Ja gut, da kommt man, glaube ich, nicht weiter, oder? Ja doch, vielleicht ja schon, wer weiß. Rechnung für Segeltuch, Werbeprospekt. Nee, das hat damit nichts zu tun. Aussage des nepalesischen Jungen, nee, vielleicht der Reisepass. Achso, nee, brauchen wir ja gar nicht, Quatsch. Vermisstenplakat, Anhänger. Ja gut, der Anhänger, ja gut, das Kästchen. Es ist jetzt halt schwierig, ne? Das Vermisstenplakat, also ich wüsste nicht. Ich wüsste, also sonderbare Symbole, die sind auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht die Anhörungsmitteilung, aber boah, ich glaub's fast nicht. Okay, ja, das Kästchen ist richtig. Okay. Okay, wo wurden die gebracht? Okay, Kim, okay, Kinders Verbleib. Das ist ja wichtig. Und der Tote ist Amos Cobble. Vielleicht kann man das miteinander kombinieren? Nee, kann man nicht. Scheiße. Ja, gut, Kimias Verschwinden. Weiß nicht, das Charakterprofil. Okay, Kimias Entführer vielleicht. Kann man das miteinander kombinieren? Nee, kann man nicht. Scheiße. Ja, gut, dann habe ich es jetzt ein bisschen versaut, oder? Ja, komm. Einfach nur just for fun tun wir das jetzt auch noch mit kombinieren, aber. Nee, okay, gut. Ja, ich hatte es vermutet,
dass wir jetzt hier nicht weiterkommen, aber ich wollte es. Ich wollte es zumindest probieren. Okay. Okay, das haben. Okay, ja, das haben wir jetzt gelöst. Und weiter? Aber das können wir ja offensichtlich nicht lösen. Das können wir offensichtlich nicht lösen, diese Sache. Deswegen können wir jetzt hier erstmal weitermachen. Das heißt, nachdem wir uns jetzt hier erstmal ein kleines bisschen... Moment, war hier ein Geräusch? Ah ne, ist Dr. Watson. Okay, Alter, ich habe schon gedacht hier. Okay, so, dann haben wir hier den ersten Ort. So, zack. Okay, okay, nee, also kein Dolch. Ja, okay, der Dolch hat da natürlich. Okay, der hat den erwürgt. Okay, und dann... Ja gut, aber es könnte ja beides sein. Oh Gott, ich werde gerade angerufen. Aus Berlin. Nee, da gehe ich nicht dran. Also, Entschuldigung. Wobei andererseits... Naja, komm, ich bin kurz weg, Augenblick. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, also ich habe es lustigerweise nicht mehr geschafft, rechtzeitig ans Telefon zu gehen, nur für euch als Information. Ich habe mal kurz die Nummer gegoogelt, ist ein Meinungsforschungsinstitut, aber anscheinend sehr unseriös. Das bedeutet Glück gehabt, dass ich es nicht angenommen habe. Alles richtig gemacht mal wieder, auch wenn es mehr Zufall war, aber ich wollte euch jetzt nicht im Unklaren lassen. Das wollen wir ja nicht. Also an sich, also das, was ich gerade eben versuchte zu erklären war, dass eigentlich beides zutreffen könnte. Also entweder man hat ihn hier, entweder man hat ihn hier erwürgt oder man hat ihn hier den Dolch reingesteckt, um das Blut abzuzapfen. Deswegen schauen wir mal, was hier weiter zutrifft. Wir begeben uns hier mal ein bisschen Raum herum. Hier gibt es doch bestimmt mehr von irgendwelchen Sachen. LOL! Also, das war schon vorher da. Sieht halt echt so aus, ne? Okay, was haben wir hier für Möglichkeiten? Okay, hier kritzelt einer was dran und hier verehren viele Leute was. Oder? Okay, also entweder hier waren viele Leute, die das verehrt haben oder nicht. Okay, gut. Kann man machen, hätte ich gesagt. Okay, was haben wir noch für Möglichkeiten? Was haben wir denn hier noch? Potent. This sensor has more narcotic residues. Okay, interesting. Okay. Mehr Substanzen, die eine narkotisierende Wirkung haben. Mass-produced. Oh Gott, Alter. Okay, was haben wir denn hier noch in dieser katastrophalen Höhle? Okay, hier haben wir ja anscheinend Kleidung. Das ist ja schon mal was. They were forcefully removed. Boah, nee, Alter. Wo bin ich denn hier wieder reingeraten? A staple of Lectromen's attire in Nepal. Gathered from dozens of people at the very least. Okay, gut. Ja, klar. Okay, entweder so. Okay, was ist hier der Unterschied? Also hier wird entweder Leuten was gegeben oder weggenommen. Ja, nee, hier wird Leuten was weggenommen, ist ja klar. Okay, hier geht's runter. Okay, da will ich nicht hin. Tschüss, kein Bock mehr hier. Scheiße. Aber ich glaube viel mehr... Wobei, warte, ich kann ja einmal den hier machen. Ah, hier hinten habe ich was übersehen. Ah, sehr gut. Weil ich hatte auch deswegen gerade eben die Verbindung zu Call of Cthulhu gemacht, weil überall solche Gemälde auftauchen. Und ich meine, bei Call of Cthulhu ging es ja auch um Gemälde und so. Und ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass die Entwickler irgendwie versuchen, da so eine Art Crossover draus zu machen. Oder quasi, dass halt beide Stories quasi eins sind. Und dass jetzt halt beispielsweise hier in diesem, ich sage jetzt mal in diesem Universum oder so, oder quasi in dieser Spielewelt quasi halt der Edward Pierce oder in dem Moment der Mr. Corby quasi hier getötet worden wäre zum Beispiel. Das hätte ich mir jetzt vorstellen können. Aber von daher, naja. Okay, was zur Hölle? Was ist hier los? Fotoausstellung oder was? Ja, das wüsste ich auch gern. Scheiße. Okay, krass. Die sind hier ja alle schön fein säuberlich aufgehangen. Ist die Frage, gibt es hier irgendeine konkrete Reihenfolge? Oder nicht?
Es ist halt schwierig. I told you that black cat was a bad omen. We shouldn't be here. Tja, da machst du jetzt nichts, Dr. Watson. Da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Tja. Ist die Frage, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Das ist jetzt... schwierig zu sagen. Aber also wenn ihr schon in dieser Superwahrnehmung von Dr. Holmes von Sherlock Holmes, also wenn da nichts ist, ne, dann wird da auch, also wird hier wahrscheinlich auch nichts sein, oder? Ich überlege gerade, ob hier vielleicht was an der Wand ist oder so, noch irgendwas. Aber die Wände sehen auch relativ clean aus, von daher alles easy. Und ich meine, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn diese grünen Bubbles irgendwo anders sind als hier oben. Deswegen, ja, müssen wir mal hier weiter suchen, oder? Hier drüben vielleicht? Ah, hier ist doch was. Hier, da sehe ich doch. Hier, guck mal. Bams. Hier, Blut. A small bloodstain, but not serious. Ja. Was haben wir hier? Kratzer, Blutflecke, abgerissene Fingernägel. Was haben wir hier noch? Ja, irgendwie gebogen, oder? Sieht das hier aus, oder? Hallo, Spiel! Hallo, hier irgendwo war's doch. Ah, hier. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. So, was ist hier passiert? Jemand hat die aufgebrochen? Ja, ich glaube, das ist doch eher wahrscheinlich, oder? Also, wenn die einfach einer nur aufbricht, dann bleiben ja nicht solche Spuren zurück. Das ist ja Quatsch. Ich glaube eher, dass es hier einen Kampf gab. Das macht eher Sinn in meinen Augen. Okay. Ah, hier sind noch zwei. Ja, mein Gott. Did you hear that, Watson? I hear you. Interesting. Was haben wir hier in der Ecke? Auch noch Stuff. Krass. Okay. Oh, ein Zeichen. Schlamm. Zeichnung. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Ja. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Aha, okay, ja, dann ergibt das jetzt hier Sinn alles. Fine ropework, cut by a finer blade. Okay. Ja klar, jetzt hier oben noch. Gott. Blut, menschliches Haar. Okay, das heißt, wir könnten jetzt... Okay, jemand zerschneidet ihm die Fessel? Aha. Okay, also meiner Meinung nach ist das hier passiert. Da war quasi der Amerikaner und jemand hat ihn da befreit, weil ansonsten wären die Stricke nicht so sauber durchschnitten. Das, was ich mich natürlich frage, ist... wurde er hier erwürgt oder nicht? Das ist jetzt halt die Frage. Gefühlt wurde das hier... Also, gehen wir einfach mal alles nacheinander durch, hätte ich gesagt. Also hier, das ist relativ klar in meinen Augen. Also das muss richtig sein. Weil hier halt dieser Typ war. Da hinten ist das Blut und so. Und den haben sie halt hier losgeschnitten. Das heißt, den haben sie hier... da haben sie dann mit dem Dolch hier die Seile quasi geöffnet. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hinter. Keine Ahnung. Also hier hat auf jeden Fall jemand Kleidung abgegeben, hätte ich gesagt. Also die Kleidung wird quasi hier drauf geworfen. Und nicht hier wird jemandem Kleidung angezogen, hätte ich gesagt. Das hätte ich eher verneint. Weil ich glaube, man hat den Nepalesen. Ich hoffe, die heißen so. Ansonsten nepalische Bewohner.
Nepalische, oh Gott, Alter, ich kann sowas nicht. Das heißt, also ich glaube, das macht weniger Sinn. Ich glaube, das hier macht mehr Sinn, dass man die Kleidung da auf den, ne, einfach auf den Haufen wirft. Dann ansonsten hier drüben, das macht für mich keinen Sinn, dass hier, ne, also das hier macht für mich keinen Sinn, wenn ich das andersrum machen würde, weil warum sollte jemand eine Kiste aufbrechen? So, das macht keinen Sinn. Das Problem ist, ich weiß halt nicht. Also ich weiß halt nicht genau, was passiert ist. Ja. Meine beste Idee wäre. Also ich glaube nicht, dass hier eine große Anhängerschaft war. Das glaube ich eher nicht. Das Problem ist, das, was ich vermutet hätte, wäre, dass sich vielleicht der Amerikaner hier in dieser Kiste versteckt hat. Dann hat man ihn rausgezogen, hat ihn dann gefesselt, hat ihn dann da oben hinten platziert und so. Ja, das macht halt keinen Sinn, ne? Das macht halt keinen Sinn. Deswegen, also ich würde das jetzt, glaube ich, mal so einloggen. Mal gucken, wo ich überall falsch liege. Aber meine Vermutung sagt mir, dass ich so richtig liege. Aber ich kann es natürlich nicht genau sagen. Fuck, ich lag bei zweien falsch. Okay. Okay, welche zwei sind's? Das ist es nicht. Es ist das hier? Nee, auch nicht. Das war natürlich auch richtig. Ist ja klar. Okay, meine Vermutung wäre, okay, hier. Gut. Okay, dass es halt eine Anhängerschaft gibt. Wobei ich zugegebenermaßen nicht weiß, woraus ich das jetzt hätte erkennen sollen, um ehrlich zu sein. Also ich meine, klar, also ne, die Zeichnung wird er ja nicht nur für sich selber gemacht haben, aber dass es jetzt halt Leute gibt, die genau das hier anbieten, ja, finde ich komisch, ist aber okay. Und meine andere Vermutung ist, dass da hinten eventuell, ja, ist es auch okay. Dann ist das auch noch umgedreht, weil anscheinend jemand diese Kleidung angezogen bekommt. Aha. Oder nee, warte mal. Oder kann es sein, dass. Ach so, das wird dem abgerissen. Ah, quasi durch das Geräusch wird das angedeutet. Ach so. Ja, Many people were goddammit. brought to this place. Ja. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. Ja, okay. The Durch das prisoners were Geräusch. kept in a soporific trance by the use of narcotics. Ach krass. A Okay, so few ist tried to das. resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Aha. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. Krass. Aha. Und ich habe gedacht, die Gefangenen liegen da einfach nur so rum, aber. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Aha. Ah, da ist anscheinend jemand drin oder so. Aha, What is das it? sind Aale, oder? Oh my God. Oh mein Gott. Ja, das sage ich auch. Ah ja, wir sind Please raus, tell me we okay. found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's Tja. where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Geschehnisse in Lagerhalle 12. Crazy shit, Alter. Okay, das war sehr intensiv, und deswegen versuchen wir jetzt mal das Rätsel zu lösen, oder? Das It's bedeutet, hard to ja. know how much to pack. I might bring a spare notebook just in case. Ja, durchaus. Okay, also wir haben jetzt eigentlich alles. Jetzt hoffen wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Okay, wohin wurden die Entführten gebracht? Ach du Scheiße. Okay, Charakterprofil Baufreunde. Das war ja nix. Geschehen. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Eigentlich Geschehnisse, Lagerhalle 12 und Kreuz mit einem Rechteck, oder? Ja. In das Institut. Die Entführer haben sich zum Institut Schwarzes Edelweiß aufgemacht. Das Institut wurde im 18. Jahrhundert gegründet und befindet sich irgendwo in der Schweiz. Ach krass. Gehen wir jetzt auf Reise oder was? Heftiger Shit. Nächster Zielort der Entführer. Okay. Ist das geil. Das heißt, wir verlassen London und gehen jetzt in die Schweiz oder was? Okay, das ist heftig, okay. Das bedeutet, ja, dann würde ich mal sagen, nächstes Zielort, ja, nächster Zielort der Entführer. Gehen wir jetzt in die Schweiz oder was?
Crazy shit. Okay, was haben wir denn eigentlich für Schnurrbärte? Ah, super. Wobei die Schnurrbärte sehen irgendwie sehr komisch aus, wenn ich das mal sagen darf. Nicht, also, der hat jetzt keine besonders hohe Deckkraft. Na, deswegen lassen wir mal lieber. Ziehen wir mal lieber keine. Aber hey, wir haben ein paar coole neue Arbeiterschürze. Ja, klasse. Ich würde sagen, wir tragen etwas Adrettes. So. Please tell me we're going somewhere warm, or at the very least dry. Okay. Das bedeutet, warte mal. Before I leave, I should know where I'm going. Okay, ach so. Weiß ich. Oh, fuck. Ach so, ich muss ins Buch gucken. Ich muss dann irgendwo nachlesen, wo das ist. Ah ja. Die Frage ist, wo mache ich das? Ah, warte mal. Ah nee, bevor ich jetzt gehen kann, muss ich erst. Ah shit. Ach so, Space im Archiv recherchieren. Ah, okay. Ort Europa. Gründung 17. Jahrhundert. Ah, nee, wurde 1800. Im 18. Jahrhundert, klar. Tätigkeitsfeld. Tja. Ach so. Institut. Was ist denn ein Institut? Fuck. Industrie, Medizin. Schwarzes Edelweiß. Suchen? Es handelt sich um eine Heilanstalt, die auf Geisteskrankheiten und auf Suchtverhalten spezialisiert ist und im Jahr 1789 von Professor Keller gegründet wurde. 1789, was war in diesem Jahr? So, ihr dürft jetzt alle mal überlegen. Na, wisst ihr's? Na? Na? Richtig, die Französische Revolution. Guckt mal an. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. Holy shit, Alter. Geflüster aus der Finsternis. Alter, wir fahren per Zug? Das ist ja geil. Ich mag Züge. Ich habe kurz nach rechts geguckt und nein, da kam kein Zug. Perfekt. Wunderbar. Ich sollte auch was trinken. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Alone? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. Ah. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. Man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. Six soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. Ja, der Krieg ist scheiße. Ich glaub... So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, no. I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Aha. Ich find's cool, dass das Spiel die schrecklichen Seiten des Krieges einmal, wenn auch nur ganz leicht und pikant, aber es zeigt die Seiten auf und das finde ich sehr gut. So, dann schauen wir mal, was hier los ist. In diesem Wald anscheinend. Tatü, tata. The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facility to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. What the fuck? Was ist das denn für ein Intro-Shot, Alter?
Kapitel 3: Der Hort des Wahnsinns in der Schweiz. Edelweiß-Institut, Heilanstalt. Ja, kann man machen, ne? Sehr, sehr schön. So, na dann, war das doch mal wieder eine spannende Folge. Ich hatte kein nettes Telefonat und da bin ich sehr dankbar für. Und ich würde mal ganz ehrlich sagen, das war's für heute, oder? In dem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen bei euch. Und ja, Alter, wir sind jetzt in der fucking Schweiz. Sehr, sehr geil. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt, ja, ne, was mich jetzt hier erwartet. Und ja, von daher schauen wir einfach mal, was passiert, ne? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal gucken, was wir gleich als Dr. Watson so erreichen werden. Bis gleich oder bis, ja, bis in 2 Tagen. Tschüss. Ciao, ciao.